Ich habe eine Frage für euch. Warum sieht man, wenn man im Kino ganz hinten sitzt, am besten? Ein kleiner Tipp, man tut es nicht. So, du hattest genügend Zeit zum Überlegen. Stifte weg, Stifte weg. Deine Antwort, jetzt. Richtig, man tut es nicht. Man sieht im Kino nicht ganz hinten am besten. Aber warum zum Teufel scheint das jeder zu glauben? Wenn ich was reservieren will, sind die hintersten Reihen immer als erstes weg. Man sitzt am weitesten weg von der Leinwand und die meisten Leute sitzen vor einem, die alle in dein Sichtfeld fallen. Klar, in der ersten Reihe sitzen ist nicht gut. Aber nur weil das eine Extrem schlecht ist, heißt es nicht, dass das andere Extrem die beste Variante ist. Oder findest du es am besten, wenn du unendlich viel Geld hättest, anstatt sehr viele Schulden? Schlechter Vergleich. Fakt ist einfach, die mittleren Plätze sind die besten. Und das sollte jeder wissen, insbesondere die Angestellten an der Kinokasse. Folgendes ist mir echt mal passiert. Hallo, ich hätte ganz gern 2 Karten für die Sneak Preview. Was sind denn da noch für Plätze frei? Das wären 5. Reihe Mitte und letzte Reihe ganz links. Ja, okay, ich nehme dann 5. Reihe Mitte. Oder die letzte Reihe ganz links. Nein, 5. Reihe Mitte. Oder die letzte Reihe ganz links. Nein, ich nehme schon 5. Reihe Mitte. Seid in der Zukunft also etwas weiser, wenn ihr eure Sitzplätze aussucht. Und seid auch weiser bei der Wahl eurer Abonnements. Und abonniert mich.